Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie man Daten von einem Synergie-Hybrid RAID Level 2 auf einer DS16210 wiederherstellt, wie man von Synergie-Hybrid RAID zu Hybrid RAID 2 migriert und was zu tun ist, wenn die Migration falsch läuft, das RAID zerstört wird oder nicht verfügbar ist. Network Attentions Gerät von Synology bietet eine eigene Synology-Hybrid-RAID-Technologie. Synology-Hybrid-RAID, SHR, ist eine Technologie, die entwickelt wurde, um den Verlust von Speicherplatz zu verhindern, wenn Festplatten mit unterschiedlicher Kapazität in eines eingebaut werden. Kurz gesagt, sie kann den gesamten oder praktisch den gesamten verfügbaren Speicherplatz für redundante und sichere Speicher nutzen. Wie funktioniert das? Nehmen wir an, Sie haben 4 Festplatten in Ihrem Synology NAS, 2 mit 1 TB und 2 mit 2 TB. In diesem Fall erstellt das NAS ein klassisches RAID 5 mit 4x1 TB Speicherplatz. Bei einem klassischen RAID 5 bleibt ein Teil des Laufwerks 2x1 TB und genutzter Speicherplatz. Im Falle des hybriden RAID werden diese Teile in das gespiegelte RAID 1 eingebaut. Die beiden RAID werden dann automatisch zu einer einzigen Speichereinheit zusammengeführt. Anstelle von 4 TB klassisches RAID 5 bietet das Nest also 6 TB Speicherplatz, aber mit einer zuverlässigen Redundanz für ein einziges Laufwerk, um die Daten im Falle des Ausfalls eines Laufwerks zu schützen. In Bezug auf die Speicherzuverlässigkeit kann Hybrid-RAID keinen 100%igen Schutz wie einen klassischen Disk-Array bietet. Da hybrides RAID klassisches RAID verwendet, bleiben die Probleme des Datenverlusts dieselben. Laufwerkausfälle mehr als die Redundanz zulässt, Beschädigung der RAID-Konfiguration, Metadaten, Feldkonfiguration, Ausfall des NAS-Speichers und so weiter. Die Wiederherstellung von Daten aus einem hybriden RAID wird durch die Tatsache erschwert, dass 2 Ebenen des Arrays zu einem einzigen kombinierten werden. Wenn die Laufwerke die gleiche Kapazität haben, ist ein Hybrid-RAID wie ein klassisches RAID und die Daten können mit jeder RAID-Wiederherstellungssoftware wiederhergestellt werden. Wenn die Laufwerke unterschiedliche Kapazitäten haben, kombiniert die hybride Konstruktion mehrere RAID-Levels in einem. Die Wiederherstellungssoftware muss alle Offset korrekt identifizieren, das Array neu zusammengesetzt und die Wiederherstellung der Daten ermöglichen. Das folgende Video zeigt Ihnen, wie Sie Daten von einem Layer 2 Hybrid-RAID wiederherstellen können. Um ein allgemeines Verständnis von Hybrid-RAID zu erhalten, sehen wir uns an, wie man ein solches auf diesem Gerätetyp erstellt. Bei der Ersteinrichtung des NAS werden Sie vom System aufgefordert, einen Pool und ein Volumen für die Speicherung zu erstellen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Start. Der nächste Schritt ist die Auswahl des RAID-Typs. Wählen Sie hier den richtigen aus. Wir brauchen Hybrid-RAID. Wie Sie sehen können, gibt es mehrere Arten von Hybrid-RAID, SHR und SHR2. SHR ist ein Analog des klassischen RAID 5 mit einer redundanten Festplatte. SHR2 ist das Gegenstück zu RAID 6 mit der Redundanz von 2 Festplatten. Ich entscheide mich für SHR, weil wir uns als nächstes ansehen werden, wie man von diesem Typ zu Hybrid RAID 2 migriert weiter. Markieren Sie dann die Festplatten, aus denen das zukünftige Array bestellen sollen. Weiter. Geben Sie die Kapazität an. Wählen Sie ein Dateisystem aus und klicken Sie schließlich auf Übernehmen. Es wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie gewarnt werden, dass alle Daten auf den Festplatten gelöscht werden. Damit beginnt der Prozess des Aufbaus und der Optimierung des Arrays im Hintergrund. Danach können Sie eine Netzwerkfreigabe erstellen und die Festplatten mit Daten füllen. Um von Synology Hybrid RAID auf SHR2 zu migrieren, benötigen Sie insgesamt mindestens 4 Festplatten. Wenn das Array aus 3 Festplatten besteht, fügen Sie eine weitere hinzu, vorzugsweise 2 weitere, da dies den Wiederherstellungsprozess beschleunigt. Um das Array neu zu erstellen, öffnen Sie das DSM-Menü Storage Manager, gehen Sie hier auf Storage, klicken Sie auf 3 Punkte, Change RAID Type. Wählen Sie SHR2, weiter, fügen Sie Festplatten hinzu.
Das System fordert Sie auf, mindestens 2 Festplatten auszuwählen, um die Wiederherstellungszeit zu verkürzen. Die Auswahl eines einzelnen Laufwerks dauert 4 länger. Das System zeigt ein Fenster an, in dem Sie gewarnt werden, da dadurch die Daten auf dem hinzugefügten Laufwerk gelöscht werden. Informationen von Laufwerken, die sich bereits im RAID befinden, werden nicht gelöscht. Dies beginnt mit der Initialisierung des Laufwerks und dem Wiederaufbau des Arrays. Das Ergebnis ist ein Synology-Hybrid-RAID mit Datenverschutz für die Fehlertoleranz der beiden Laufwerke. Wie ich bereits zu Beginn des Videos erwähnt habe, bietet RAID keinen 100%igen Schutz vor Datenverlust. Hardwareausfall, Degradierung, Fehlfunktion, Fehlkonfiguration des Synology-RAID ist eine kritische Situation, die zu Datenverlust führen kann. Sie können sich von einem RAID-Ausfall erholen, wenn die RAID-Degradation richtig behoben werden kann. Hetman RAID Recovery stellt das gestörte RAID automatisch wieder her, damit Sie Ihre wichtigen Daten wiederherstellen können. Es unterstützt die meisten Datasysteme und alle gängigen RAID-Typen, einschließlich Synology Hybrid RAID. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, müssen Sie die Laufwerke aus dem NAS entfernen und an das Motherboard eines Windows-PCs anschließen. Falls Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie spezielle Adapter und Splitter, von denen Sie jetzt Beispiele und den Bildschirm sehen können. Wenn Sie die Laufwerke aus dem NAS entfernen, denken Sie daran, sie zu nummerieren, damit sie beim erneuten Anschließen nie vertauscht werden. Sie benötigen außerdem einen Speicherplatz, der der Menge der wiederherstellenden Daten entspricht. Wenn Sie die Laufwerke an Ihrem PC anschließen, fordert das System Sie möglicherweise auf, sie für die künftige Verwendung zu initialisieren oder zu formatieren. Akzeptieren Sie dies unter keinen Umständen. Sie können sonst die restlichen Daten auf den Laufwerken vollständig verlieren oder die Wiederherstellung könnte sich schwierig gestalten. Wie Sie sehen können, besteht das RAID aus 4 Festplatten mit unterschiedlichen Kapazitäten. Die Software konnte die Parameter leicht ermitteln und das Datasystem erkennen. Das Programm war in der Lage, ein defektes Hybrid-RAID auch ohne ein Laufwerk wieder zusammenzusetzen. Um die Dateien wiederzustellen, führen Sie eine Festplattenanalyse durch. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Partition und wählen Sie Öffnen. Im nächsten Schritt wählen Sie die Erder-Analyse, Quick-Scan oder File-Analyse. Wenn das NAS ausgefallen ist und die Software ein RAID korrekt erstellt hat, reicht ein Schnellscan aus. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die Dateien befinden, die Sie wiederherstellen möchten. Im Vorschaufenster können Sie den Inhalt aller Dateien, einschließlich Videos und Dokumente, einsehen. Markieren Sie alle Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie einen Speicherort, ein Laufwerk oder einen Ordner und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Wenn die Schnellsuche die benötigten Daten nicht findet, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Kehren Sie zum Hauptfenster des Programms zurück, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Datenträger und wählen Sie Reanalyse. Wählen Sie vollständige Analyse und geben Sie das Dateisystem an. Sie können das Kontrollkettchen deaktivieren, um zuerst nach Dateinhalten zu suchen, was die Analyse beschleunigt. Als nächstes müssen Sie nur noch die Dateien wiederherzustellen. Um bei der Verwendung defekter Datenträger auf Nummer sicher zu geben, enthält die Software eine Funktion zur Analyse von Datenträger-Images. Dies reduziert die Belastung Ihrer Datenträger und hilft, die Lebensdauer beschädigter Datenträger zu verlängern, Service-Laufwerk speichern. Wir haben also die Unterschiede zwischen Synology Hybrid RAID und einem klassischen redundanten Array behandelt und was die Schwierigkeit bei der Wiederherstellung der Daten ist. Durch rechtzeitiges und richtiges Handeln können Sie verlorene Daten wiederherstellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!